So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dragon Age Inquisition. Und jetzt beschlagnahmen wir natürlich erstmal wieder dieses Schnullibums hier. Weil er offenbar nicht speichern wollte. Beziehungsweise nicht so speichern wollte, wie ich das wollte. Jetzt darf ich mich hier wieder durchbuchsen durch diese riesige Stadt. Die natürlich voll mit Menschen ist. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Quasi nicht, du kennen wir alle schon. Aber im Moment ist es blip. So. Im Moment ist es zu gefährlich, ich weiß. Riesig schon. Nichts Neues. Auf die vier Strähnen! Das macht der Kerl hier drinnen. Hat der mir nicht gerade noch erzählt, dass die Viecher zu weit weg sind? Wieso stand jetzt der Torpeter hier drinnen? Oh, ein Brief. Brief aus Haus in Redcliffe. Vater, ich werde ihm in die Berge gehen, um mich den Leuten da oben anzuschließen. Sie tun das Richtige, während der Rest der Welt im Chaos versinkt. Wir können die Felder ohnehin nicht mehr bestellen, nachdem Meister Dennett und seine Frau uns alle um unsere Sicherheit willen fortgeschickt haben. Und ich kann nicht einfach hierbleiben und dabei zusehen, wie die Flüchtlinge vor unserer Tür verhungern. Mutter und du solltest mitkommen, Vater. Dort oben seid ihr sicher. Die Magier haben keinen Streit mit den Leuten in den Bergen und selbst die Templer lassen sie in Frieden. Außerhalb Redcliffs ist das der einzige Ort, an dem man vor diesem vom Erbauer verfluchten Krieg und den Dämonen, die aus dem Himmel strömen, sicher ist. Aber ihr werdet nicht mitkommen, oder? Ihr bleibt lieber auf unserem winzigen Stück Land, nur weil es uns gehört. Ganz wie ihr wollt. Es gehört so lange euch, bis euch diese Wahnsinnigen in ihrem Krieg mit hineinziehen. Anschließend seid ihr beide Mutter und du nur zwei weitere verkohlte Leichen in einem ausgebrannten Dorf. Ich werde nicht bleiben, um wie eine Narr dabei zuzusehen, wie ihr sterbt, Hindel. Okay. Natürlich traurig. Ernst? Was? Oh, die liegt hier rum, okay. Ja, das Eric, lass mich raus. Eric. Danke. Eine Quest. Bitte, irgendjemand muss meiner Frau helfen. Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Okay. Das ist natürlich extrem dramatisch und da hilft man natürlich sofort weiter. Kein Ding. Blutsbrüder. Abtrünnige Bruder hinterlassen, den wir ihn können. Wir laufen aber erstmal, das sind quasi Lager, die uns helfen. Wie will ich denn hier hin gerade? Nee. Will ich da lang? Guck mal da lang. Ja, da will ich hin. Die Lager sind dafür da, dass wir schnell reisen können, damit wir nicht durch die ganze Map latschen müssen, um irgendwas zu erledigen. Deswegen werde ich das jetzt mal flott machen nebenbei. Was benötigt ihr? Aber natürlich kümmere ich mich auch um die anderen Quests. Wenn ihr das sagt. Und somit holt man sich dann quasi Macht nebenbei. Indem man hier so den Leuten hilft und Sachen erledigt. Ihr gehört der Inquisition an? Ich bin Corporal Whale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stahlmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Ja, okay. Dankeschön. Gebt auf euch Acht. Und ihr auf euch. Natürlich gebe ich auf mich Acht. Ich bin die Kitty, die passt auf. Genau. Macht heißt, dass wir Quests absolvieren, Leuten helfen, dann bekommen wir Macht. Ach, yo. Was war das denn?
Das Spiel manchmal schwierig. Schwierig, schwierig. So, aber zuerst laufen wir hier hoch. Dann können wir uns ein Lager schnappen. Ne Blümchen. Und ein bisschen Eisen. So, genau. Und bei 6 der richtigen Lagern haben wir die Kontrolle über die Hinterlande. Was nicht schlecht ist, weil dann die Leute natürlich auch sicherer sind. Oh, es hat endlich mal keiner gesagt, hier könnten wir ein Lager aufrichten. Ach, die nehme ich immer. Ein Platz für ein Lager. Ach, fuck off. Es gibt nichts zu berichten. Was ist im Nachhinein? Leck mich am Arsch. Was ist hier? Eine Quest! Und der ist da oben auch verkohlt. Okay. Also wenn wir am Wasserfall nach oben gehen. Lass mich hier. Nein, ich will hier raus. Och Mann, du. Ich muss auch mal nach oben. Ey, komm jetzt. Arsch mich nicht. Oh, ein Bitter, ein Bitter, ein Bitter, ein Bitter, ein Bitter. Tot. Passt. Damit unsere Leute natürlich Futter kriegen. Lass den kleinen süßen Wolfi da hinten. Oder was das ist? Fuchs. Komm, du kommst hier hoch. Erzähl mir nicht, dass du hier nicht hochkommst. So, hier ist nämlich irgendwas. Komme ich da jetzt hin? Das weiß ich gar nicht. Oh, ich komme hin. Das ist ja bewundernswert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Was erkennst du denn hier? Hier ist er nicht. Das ist so der Blutwurz. Okay. Ah! Wieder! Wieder. Flatscht. Hab ich nicht getroffen. Was ist das? Oh, das ist irgendwer. Irgendein Gegner. Hab ich den anderen wieder getötet? Keiner weiß. Einen habe ich getötet, das weiß ich. Davor ist irgendein Typ. Wo ist denn mein Widder? Da vorne. Es muss einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Genau, deswegen sind sie auch so schnell hops gegangen. Ach, so schön. Noch mehr Blutlotus. Ich kann ja nicht genug Blutlotus sagen. Es geht. Blut! Lammwolle und Kunari, Faustschild. Ist das was für dich, Cassandra? Cassandra, ja. Ist das was für dich, das Schild? Na, ist nett. Na. Nur Schnullibums. Ey, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Wo bin ich denn hier? Wo bin ich? Ne, eigentlich ja irgendwie darüber erstmal, glaube ich. Vielleicht. Ich bin noch unsicher. Zurzeit stampfe ich hier so ein bisschen rum. Kleines süßes Fuchs mit Schlappohr oder so. Dann gibt's nur Pflanzen. Überall gibt's hier Pflanzen. Pflanzen. Aha, ein Witter. Hatsching! Stirb! Das kannst du sagen, bevor er tot ist. Danach ist es eher lächerlich. Ein Bär. Ich brauch den Witter vor dem Bär. Mein Witterzeug. Da drüben ist ein Bär.
Ja, ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht angreifen, aber ich glaube, der ist vom Löwe jetzt hoch für uns. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Sandra, du machst das schon. Ich bleib mal hier hin. Guck dir das da vorne hin? Na gut, der hatte ein Schild drauf vom Solus. Sieht auch nicht so schlecht aus, hä? Sandra kriegt zwar übelst auf die Mütze. Aber sie hat jetzt mal einen Trank genommen. Der war Level 8, der scheiß Bär. Wo ist das Überbleibsel des Bärs? Gibt's nicht. Gibt's kein Überbleibsel dieses wunderhübschen Bärs. Bärns. Bärsess. Sessessesse. Nee. Nee. Offenbar nicht. Okay, na gut. Aber hier gibt's das zu beschlagnahmen. Das habe ich vergessen. Beschlagnahmen. Steinchen. Das sind irgendwelche Lieder und ich werde bestimmt nicht anfangen zu trödeln hier. Da will ich hin. So. So weit sind wir noch nicht hier. Ich muss auch noch anfangen zu singen. Ich glaube, es geht los. Nee, nee, nee. Oh, oh. Gegner. Oh. Der hat schön gebrüllt, oder? Kusch, 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 kusch. Hier ist eine verkohlte Leiche, die sehr komisch da liegt. Bei einer Leiche gefundener Brief. Sie hat es uns ganz klar erklärt, Sohn. Dreimal um die gekrönte Statue, die rechte Hand nah genug, um den Stein selbst zu berühren, dann werden die Geister zuhören. Alles andere ist erledigt. Wir haben der Kirche einen Silberling gegeben, um Großvaters Leiche vor der Verbrennung zu bewahren und er ist in der Nähe begraben. Dreimal herum, immer nach rechts und die Geister werden ihn zu uns zurückbringen. Geh jetzt und hab keine Angst. Okay. Holzstab. Oh, sehr gut. Sehr gut. Weil die Dinger brauchen wir, da können wir jetzt die Waffen machen für unsere, Inquisition. Was ist denn hier drin, ne? Geht die so neugierig. Was ist denn hier? Eine Statuette, die wir beschlagnahmen können. Eins. Was muss ich hier machen? Irgendwas immer noch rechts. Nicht gut. Na gut. Das verstehe ich nicht ganz, aber es wird schon hinhauen. Eisen. Was gibt's denn hier noch so? Ist hier noch irgendwas? Bestimmt. Aha, Gegner. Gegner! Also da ist auch. Ah, Mabari! Oh, das ist mal Barry noch gefunden, ich voll cool. Oh, das ist Level 8. Das ist immer Barry, das ist Level 8. Fisch ein bisschen knackiger. Ich glaube nicht, dass das einfache Banditen sind. Ihre Rüstungen und Fähigkeiten deuten darauf hin, dass da mehr dahinter steckt. All die sind voll die Level 8 da. Gesetzlose. Okay. Hier geht natürlich voll die Mütter ab, ey. Wenn man Barry hat gegen den Typen gekämpft. Ach, das. Ja. Okay. Ihr habt Sachen zum Plündern. Gebt her den Shit. Alles wieder Talisman. Die kämpfen hier noch rum, das ist mir egal, ich muss hier Scheiß einsammeln. Ein Dalisch-Schnitter. Ein Dolch war das. Okay, Kristallsägen, das ist irgend so ein Pflanzenzeug. Pflanzenzeug, Eisen nehmen wir immer mit. Kannst nie genug Scheiß Eisen haben. Eisen geht immer. Der kleine süße Fuchsi. Ein Langbogen.
Ist der besser als meiner? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der besser ist als meiner. Der ist sogar besser als meiner. Ist aber erst für Level 8. Ich bin noch irgendwie Level abgekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, super. Na, Dolche will ich nicht. Ich bin Fernkämpfer. Ja. Was haben wir hier? Perfekter Schuss. Ja, perfekter Schuss. Extrem geil. Weil der ist ein bisschen langsamer als ein normaler Schuss. Der muss quasi einen Moment aufladen. Aber dann knattert der so rein. Und jetzt ist einfach mal das Lager verschwunden. Das geht natürlich auch. Malachit. Die anderen sind auch Level up. Das ist ein Tiefenpilz. Das Gebiet dort vorne ist gut gesichert. Seid auf alles gefasst. Ja, ja, machen wir alles. Kein Ding. So, wie sieht's denn aus hier? Solus. Solus geht hier rauf. Cassandra. Cassandra, Darling. Du machst mal das besser, weil das finde ich nicht. Ich mag die Attacke. Habe ich selber mal kurz gespielt. Du kannst deine Begleiter auch spielen. Also so ist nicht. Aber. Nadelkiss. Zurzeit nicht. Mache ich später mal. Weil Magie ist an sich echt geil zu spielen. Aber zeige ich euch später mal. So. Wir sind einfach mal mutig. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Hast nicht getroffen, du Arsch. Daneben. Also schön daneben gesammelt. Oh, Alter. Oh, oh, oh. Ach du, oh ja, genau. Jetzt kommen hier die Dicken. So, das ist jetzt der neue Schuss, den ich habe. Wieso kommt der Bär? Ha, Bär. Bär. Kitty hat einen Bär am Arsch. Wieso hat Kitty einen Bär am Arsch? Beric. Rückzug. Wir sind gerade etwas todesmutig hier unterwegs. Wer ist denn down? Kitty muss weg. Kitty muss weg. Ja, ja, die sind alle down. Seid ihr da? Ihr seid da. Okay, die haben jetzt natürlich HP verloren, ist klar. Ich will mal gucken, ob der Bär gegen die kämpft. Das wäre geil. Habt ihr den Bären tot gemacht? Offenbar ja. Ja, weil die ballern übelst rein, die Scheißler. Ich bin doch so todesmutig, Mann. Ach komm. Solange ich wieder der scheiß Bär von hinten kommt. Solange Solus sein Ding Schild macht. Okay, den hätten wir. Aua! Jetzt ist der Bär wieder da! Oh, Scheiße. Hast du jetzt mal. Nimm mal. Das ist nur der scheiß Bär, der uns hier so reinknabbert. Dann müssen wir erstmal die scheiß Menschen wegmachen. Solus braucht Hilfe! Ja, geringfügig. Geht doch da vorne mal weg, Mann! Solus! Du Nudelholz, was machst du? Ah, lass mich mal hier. Ah, lass mich hier ran. Nein, ich muss den Solus. Ach, lecke mich aus. Nein, 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 nein. No. Nope. Der scheiß Bär. Kommst hier nicht hoch. Ah, warte. Los, los, schnell, 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 schnell. Ah, schnell, 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 ja, ja! Du
scheiß Bär. Alter Falter. Ah, geil, Mann. Geil. Das war ein bisschen unprofessionell, sag ich.